Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von der Appell AG und heute habe ich einen kleinen Impuls für dich. Und da geht es um, ja, dein Business. Denn in diesem ganzen Podcast geht es ja darum, dass du dein Geschäft weiterentwickeln kannst, dass du mitkriegst, wie andere es machen und daraus für dich Schlüsse ziehen kannst, wie du dein Geschäft weiter und besser betreiben kannst. Ja, und heute möchte ich dir einen kurzen Gedanken mitgeben zum Thema Servicegebühren, Servicepauschalen, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Denn wir haben ja kürzlich in einer Arbeitsgruppe in den letzten Wochen dieses Thema für uns erarbeitet und ja, sind dort auf ein paar Punkte gestoßen, die ja ich vielleicht hier erwähnenswert finde. Und das möchte ich auch tun. Und vielleicht ja, hast du dir selber schon mal die Frage gestellt, Mensch, sollte ich vielleicht das Thema Servicegebühren einführen? Jetzt kommen ja immer mehr Angebote auf den Markt, Dienstleister, die dir dort ja Service anbieten für den Bereich. Es gibt Coachings dazu, wie du dein Servicepaket entwickeln kannst und so weiter. Und ja, wir haben das jetzt in einer internen Gruppe gemacht mit ausgewählten Maklern. Und ja, da war eben schon die Frage, ja, okay, was kann ich denn überhaupt anbieten in so einem Servicepaket? Wenn ich da was anbiete, wie stelle ich denn sicher, dass das dann auf der, ja, Fulfillment-Seite sozusagen, also in der Durchführung auch sichergestellt ist? Und was haben am Ende meine Kunden davon? Und wie finden die das vor allem, wenn es, ja, Bestandskunden sind, die jetzt vielleicht dann zukünftig für den Service bezahlen müssen? Das sind natürlich so Fragen, die man sich erstmal beantworten muss. Und ich möchte jetzt mal so ein paar Punkte nennen, wie sich dein Geschäft wahrscheinlich verändern könnte, wenn du mit diesem Thema Servicegebühren startest. Und das ist ja eine Wirkungskette, die wahrscheinlich fast alle dieser Fragen, die ich jetzt eben gesagt habe, dann überflüssig macht oder von alleine zumindest beantwortet. Also gehen wir mal davon aus, du führst Servicegebühren ein, dann wirst du relativ schnell mehr Ertrag generieren. Das heißt, du wirst ja mehr Geld verdienen, du wirst Überschüsse haben, du wirst pro Kunde mehr Geld verdienen, sodass du entweder die Arbeitszeit deiner Mitarbeiterinnen, die du vielleicht schon hast, erhöhen kannst, um eben Service sicherzustellen. Du könntest aber auch auf einen externen Dienstleister zugehen und diesen Service, den du versprichst, auslagern. Und damit wäre dann eben schon die Frage quasi beantwortet, wie kann ich das Service-Level, was ich denn verspreche, auch sicherstellen? Und du hast damit automatisch auch ein Verkaufsargument, denn wenn der Kunde, der vielleicht Bestandskunde ist, bei dir sagt, hey, ich habe die letzten 2, 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht mittelmäßigen Service bekommen und jetzt willst du dafür Geld haben, dann hast du eben genau das Argument und sagst, ja, ich habe jetzt Personal aufgebaut oder ich habe eine Dienstleistung aufgebaut, die eben genau das sicherstellt, dass der Service in Zukunft eben genauso ist, wie wir ihn beide uns eigentlich wünschen. Und dafür, ja, musst du jetzt eben eine kleine Pauschale bezahlen, damit das eben sichergestellt ist, dass du diesen Service dann als Kunde auch genießen kannst. Dann wirst du Folgendes erleben. In dem Moment, wo du mit deinen Kunden über die Servicepauschale sprichst, ist es ja sowas Ähnliches wie ein kleines Update, ein kleines Jahresgespräch schon. Denn du wirst ja nicht drum rumkommen, auch mit dem Kunden nochmal drüber zu reden. Gibt es denn eigentlich irgendwas Neues? Wir haben uns jetzt vielleicht 1, 2, 3 Jahre nicht gesehen, nicht gehört, zumindest nicht intensiv. Erzähl doch mal, gibt es irgendwelche Veränderungen? Und in der Regel gibt es Veränderungen. Vielleicht wurde geheiratet, es wurde ein Haus gekauft, es ist ein Kind zur Welt gekommen, es wurde sich geschieden, es gibt einen neuen Lebenspartner, was auch immer, neue Nachbarn. Auf einmal gibt es vielleicht eine Empfehlung, Mensch, meine Eltern, meine Kinder, meine Nachbarn könnten vielleicht auch mal was gebrauchen. Also du bist vielleicht dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wirst einfach dadurch, dass du anfängst, dieses Thema Servicepauschalen zu spielen, neue Umsatzpotenziale aufdecken. Und ja, die kannst du dann eben natürlich auch heben und sie nutzen, um dann weiter den Service wieder zu verbessern oder dann am Ende einfach deinen Ertrag zu steigern. Dann wird es so sein, wenn du heute vielleicht noch eine One-Man-Show bist oder ein, zwei Mitarbeiter hast, die aber selber auch schon relativ ausgelastet sind, dann wirst du durch dieses Thema Servicegebühren und durch den dann zusätzlich vielleicht ausgelagerten oder zusätzlich aufgebauten Service durch neue Mitarbeiter wirst du selber in ein, ja, in freie Zeitfenster reinlaufen, sodass du eben deine eigene Zeit wieder neu verteilen kannst und auch dadurch wirst du den Umsatz weiter steigern und damit dann eben auch deinen Ertrag und die Wertigkeit deines Unternehmens. Das heißt,
Du kannst dir mehr Zeit nehmen für Marketing und Vertrieb. Du kannst dich selber weiter oder überhaupt erstmal positionieren in deiner Region, in deiner Zielgruppe. Du kannst damit dadurch eben wieder weiter neues Geschäft generieren. Und durch diese Maßnahmen, dass du vielleicht im Marketing und Vertrieb investierst, vielleicht positionierst du deine Marke auch nochmal komplett neu, machst vielleicht ein Rebranding, weil du jetzt einfach die Zeit und die gedankliche Freiheit dazu hast. Das wird dann am Ende dazu führen, dass du eben in deiner Region oder Zielgruppe besser angesehen wirst. Du wirst anders wahrgenommen, du wirst professioneller wahrgenommen und dadurch wird der Social Proof für deine Firma steigen, der Leumund wird steigen. Das heißt, auch dadurch wirst du mehr Geschäft im Bestand und wahrscheinlich auch mehr Neukunden an dich ziehen. Und ja, das sind so Punkte, die ich sehe beim Thema Servicepauschalen. Und mich würde jetzt wirklich mal interessieren, nach dieser kurzen Impulsfolge, wie denkst du über dieses Thema? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du es vielleicht schon umgesetzt und hat sich vielleicht eben einer dieser Effekte bei dir eingestellt? Auch wenn es aus dem Podcast heraus schwierig ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt eben an dieser Stelle vielleicht mal das Handy zückst und mir eine Sprachnachricht schickst oder bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn eine Textnachricht schickt, wie auch immer, oder mir eine E-Mail schreibst oder mich vielleicht auch einfach anrufst. Ob du mich erreichst, weiß ich dann nicht, aber vielleicht würde ich dann einfach zurückrufen. Also das Beste ist wahrscheinlich einfach eine Sprachnachricht oder eine normale Nachricht über die gängigen Kanäle und lass uns darüber mal diskutieren. Oder komm in die Facebook-Gruppe, die wir auch haben zum Podcast. Da kannst du auch einfach mal reinschreiben, was du dort ja für Erfahrungen gemacht hast oder was du vielleicht jetzt noch für Bedenken hast dazu, die vielleicht jetzt ausgelöst wurden durch dieses Thema. Und wenn du wissen willst, wie wir dieses Thema inhaltlich ausgestaltet haben, dann darfst du mich auch gerne kontaktieren, dann können wir auch gerne darüber reden. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ausführen, denn das, wie gesagt, haben wir ja mit einer ja, kleineren Gruppe exklusiv jetzt erstmal ausgearbeitet. Das wird sicherlich irgendwann auch an die Öffentlichkeit kommen, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt ging es mir erstmal darum, um die ja, unternehmerischen Erkenntnisse und Wirkungsketten sozusagen aus diesem Thema Servicegebühren, die mir jetzt aufgefallen sind, wo wir uns länger mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ja, ich hoffe, dass das für dich vielleicht ein kleiner Impuls war, dass du dieses Thema jetzt entweder völlig neu auf der Platte hast und anfängst drüber nachzudenken oder vielleicht habe ich dich ja jetzt auch über die Schwelle getragen und du fängst jetzt an umzusetzen. Auch das wäre ja ein Erfolg. Und ich freue mich von dir zu hören. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns auch gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung für diese Folge oder teile sie mit Kollegen. Auch das freut uns sehr. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.